Moin moin, liebe Shakes and Fidget Freunde, ich hoffe euch geht's gut und willkommen zu einer neuen Folge von unserem Lieblings-Browser-Game. Halt mal, wir haben nun Dings-Splitter, beziehungsweise Stein, denn Glücksplitter, Stein brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber was will man machen, wir haben es ja auch hierfür gemacht und wir sind Level 50, das ist diese andere magische Grenze. Oh, wir bekommen richtig viel Gold, weil wir können damit, können wir jetzt, haben wir noch irgendwo was offen, lass mich mal gucken, 254 gibt es. Nö, können wir jetzt nicht so gebrauchen, wie wir lassen ihn einfach mal. Wir können damit jetzt Splitter sammeln, Spiegel schärfen, sagen wir mal so. Keine Ahnung, weil ich mit Splitter habe, frag nicht. Freunde, frag nicht. Wir können Spiegelscherben sammeln, womit wir dann tatsächlich, wenn wir auf Ausdauer sind, auch in die Arena gehen können. Mal gucken, ob wir direkt Glück haben jetzt hier. Nein, natürlich nicht. Die kann man halt über die Abenteuer bekommen. Die Splitter. Hier hänge ich halt echt dran, die ganze Zeit. Wow, schlechtester Versuch. War schon bei 200, bei 5000. Jetzt habe ich gedacht, Ehre, du schaffst es im Video. Nö. Richtig reingewienert. War halt also nicht ganz so cool. Ja, also man kann hier rüber gehen. Wir haben genug Sand und vielleicht kann ich es euch zeigen. Das wäre halt ganz cool. Mir natürlich nicht. Muss halt gucken auf die 2 Minuten oder die halt relativ gut sind. Also es, doch, das war Level 50. Okay. Den Schlüssel nehmen wir natürlich gerne mit. Wir haben ja relativ viele Sand und das ist ganz cool. Das kann ich euch auch als Tipp geben, eventuell alle Neulinge. Das ist nicht ganz so teuer. Gut, jetzt auf Stufe 7 wäre es langsam teurer, aber da muss ich eh vorher die Festung machen. Baut euch ruhig die Akademie. Später ist es vielleicht nicht mehr so aussagekräftig, aber jetzt speichert die, ich weiß nicht, 2300 EP und das ist halt schon okay. Wenn man jetzt so 5 Stunden oder so einsammelt, dann hast du auch wieder 10.000 EP auf Nass mit dabei. Also baut die Akademie, das pusht euch, ja, das pusht euch einfach. So, kriegen wir jetzt nochmal den Schlüssel, kriegen wir tatsächlich. Den können wir dann verkaufen, genauso wie den Stein, den haben wir nicht ganz so viel miese gemacht. So, wir schlucken jetzt hier den Trank. Ist halt nicht ganz so nice. Wir müssen jetzt unsere Ausdauer erstmal hochpushen, ich will da halt nicht reinbuttern. Und ich hoffe, das ist jetzt mein Ziel für das Video, dass ich euch hier diesen blöden, dass ich euch diese Scherbe zeigen kann. Das kann ja wohl nicht sein, dass hier keine Spiegelscherbe kommt. Absolut frech. Verstehe ich nicht. Haben die bestimmt bei mir rausgepatcht. Gibt's nicht mehr. Da! Uah. Sehr gut. Juhu, wir haben eine Spiegelscherbe. Und dann, wer einen Spiegel besitzt, ist dazu verdammt, hineinzuschauen. Ne? Zieh mal rein und ihr seht, davon gibt es denn halt, ich weiß nicht, warum die Steam-Version bei mir so dunkel ist. Ich meine, WTF. Das ist schon viel besser. Frag mich nicht, warum das so dunkel war. Also ich hoffe, ihr kriegt jetzt keinen Flash oder so, weil das so hell ist. Ne? Ja. Wie gesagt, es gibt Spiegelscherben. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile. 16? Kann nicht so viele sein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es einige Spiegelscherben. Und wenn der komplett ist, dann könnt ihr, wenn wir jetzt hier auf Abenteuer gehen, also da müsst ihr wirklich immer durchklicken und gucken, gibt es Spiegelstück oder nicht. Manchmal hat man Glück, man hat ihn richtig schnell zusammen. Oder manchmal hat man einfach nur absolutes Pech. Vertraut mir, Freunde. Ja, also wenn wir jetzt hier auf Ausdauer sind und hier die Arena zum Beispiel ausgelaufen ist, das heißt, dass wir da wieder reingehen können, ne?
dann können wir das einfach machen, auch wenn wir auf Abenteuer ja unterwegs sind, wenn wir einfach, ne? Oder ich weiß, geht das auch bei Stadtwache in die Arena? Also Stadtwache und Abenteuer geht nicht. Aber ich glaube, Stadtwache und Arena geht. Und Stadtwache und Dungeons geht. Berichte ich mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber auf jeden Fall Abenteuer und Arena geht und Abenteuer und Dungeons geht. Das hundertprozentig, Freunde. Ja, das ist ein großer Meilenstein, sage ich mal, eines jeden Shakes and Fidget Charakters, wenn ihr anfangen könnt, die Spiegelscherben zu sammeln, weil sie wirklich wichtig sind für den späteren Verlauf. Mein Sammelalbum ist auf 47% gegangen. In der Geda hat sich auch einiges getan. Alles, was bei 7 Tagen steht, schmeiße ich einfach raus. Es bringt halt einfach nichts. Ihr könnt euch, falls ihr davon betroffen seid, sehr gerne wieder anmelden. Aber ja, ich möchte die Gilde einfach ungern mit inaktiven Leuten gespickt haben. Das ist halt relativ doof. Ich hoffe, ihr versteht es. So, ja, okay, ist mit drinne rein. Weil dann startet man Angriff, so wie hier. Angriff auf Revolution fehlgeschlagen. Das hätten wir halt locker geschafft. Aber dann haben sich halt die Leute nicht mit angemeldet und so. Und das ist halt doof. Zum Beispiel, wenn man sich dann drauf verlässt, man greift ihn an. Das sind zum Beispiel unser stärkster Krieger, das ist Afreko, also er ist Berserker. Aber wenn er denn zum Beispiel nicht mit annimmt oder so, dann ist halt reingeschissen. Dann verlieren wir den Angriff, weil es halt so kalkuliert war, dass zumindest die Top-Leute mit angreifen. Ja, und dann kann man da auch nicht wirklich viel machen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, jetzt gehen wir hier einmal hin und klicken nochmal aufs Ausdauer-Dingsi, beziehungsweise aufs Abenteuer. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich heute Sprachfehler habe. Es tut mir echt leid. Das ist zwar manchmal schlimm, aber so schlimm war es schon länger nicht mehr. Ist halt wahrscheinlich einfach der Stress, der gerade im privaten Bereich ist. Das war's auch schon wieder, Freunde. Ich bin happy. Wir haben das erste Spiegelteil. Das war das, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Das Doofe ist allerdings. Ja, was heißt doof? Es ist ja zeitlich nicht ganz abgepasst gewesen. Bei ab Level 50 ist es so, dass ihr beim Epic Event mitmachen könnt. Also das ganze Wochenende sah halt meine Taverne normal aus, aber wärt ihr Level 50 gewesen, wäre sie halt geschmückt gewesen. Es wäre halt alles ganz anders aufgebaut, weil halt Epic Event war. Oder wird das beim Epic Event umgebaut? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hättet ihr dann die erhöhte Chance hier gehabt. Im Laden auf Epic-Gegenstände, im Waffenladen und bei den Abenteuern und so, was ich euch ja erzählt hatte. Ne, ihr erinnert euch vielleicht. Und das geht halt ab Level 50. So, jetzt bin ich Level 50, Event ist vorbei. Ja, so viel dazu. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Noch viel Spaß bei Shakes and Fidget und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute.